Okay, my little fellas, willkommen zurück auf diesem wunderschönen Kanal. Ich habe wunderschön geschminkte Augen. Bitte einfach nichts sagen. Es ist nicht schön geworden. Aber darüber wollen wir heute gar nicht reden. Ihr müsst es einfach aushalten. Und ansonsten würde ich sagen, April ist mein Geburtstagsmonat. Das heißt, es ist eigentlich fast immer der Monat, wo ich am meisten Bücher mehr kaufe, weil entweder ich bekomme Bücher geschenkt oder ich bekomme irgendwie Geld oder so und dann setze ich das direkt in Bücher um, weil ich keine Disziplin habe. Lieben wir. Genau, deswegen zeige ich euch heute meine Neuzugänge, was ich so bekommen habe, was ich mir so gekauft habe. Erkläre so ein bisschen wieso und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß. Genau, ich starte mal gleich rein mit den Büchern, die ich zu meinem Geburtstag geschenkt bekommen habe. Und zwar einmal habe ich Unsichtbare Frauen bekommen. Wie eine von Daten beherrschte Welt die Hälfte der Bevölkerung ignoriert. Es geht quasi um den Gender Data Gap und es soll mega, mega interessant sein. Und deswegen freue ich mich schon sehr, 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 sehr darauf. Ist wahrscheinlich wieder ein bisschen anstrengender zu lesen als irgend so ein Liebesroman. Aber wir lieben Bildung und ich finde, allein schon das Cover finde ich so gut gemacht. Ich weiß gar nicht, ob man es sieht. But yes, it's so pretty. Also es ist nicht hübsch in dem Sinne, aber es ist richtig gut gemacht, finde ich. Weil die weiblich gelesenen Dinge quasi fast unsichtbar werden. Genau. Ansonsten freuen wir uns drauf. Sieht so ein bisschen aus, als hätte ich geheult, gell? Hab ich nicht. Auch wenn Schule frustrierend ist. Dann noch ein anderes Buch, was ich mir schon sehr lange gewünscht hatte. Aber ich habe es nicht geäußert, so dass ich es mir wünsche. Und deswegen war ich voll überrascht, dass ich es bekommen habe. Aber ich freue mich sehr, sehr darüber. Und zwar von der Lara Elmer, die Poetry Slammerin ist, wo ich erst sehr, sehr, sehr gerne ihre Slams angucke, höre, wie auch immer. Und zwar hat die ein Buch geschrieben, das heißt Ein offenes Buch von idealen Körpern, perfektem Sex und anderen Mythen. Jedenfalls sagt sie auch schon einmal zur Vorwarnung: Wer allein mit der Aussage, hallo, ich menstruiere übrigens, ein Problem hat, wird in diesem Buch nicht gut zurechtkommen. Umso wichtiger wäre es vielleicht, es zu lesen. Generell soll es anscheinend ein bisschen lustig sein, es soll um Körper gehen, um Sex, um alles Mögliche rund um das. Ich freue mich sehr drauf, um ehrlich zu sein. Ich habe richtig Bock, das zu lesen. Okay, dann noch ein Buch, was auch so in der Gegend stehen darf, ist von Sara Bosetti. Ich habe nichts gegen Frauen, du Schlampe. Ich möchte das Buch mir schon länger holen, aber wir sind dann zu ihr live gegangen und das fand ich sehr, sehr, sehr toll. Ich finde diese Frau einfach krass, wie gut sie mit Worten umgehen kann. Und dementsprechend auch, ich empfehle Bosetti will reden, absolut jedem. Und Post von Sara Bosetti, ihre beiden Formate quasi. Das eine macht sie für CDF, glaube ich, und das andere ist so ihr eigenes. Und hier in dem Buch geht es quasi darum, dass sie ganz viele Hasskommentare bekommt und dann macht sie daraus etwas viel Schöneres, und zwar Lyrik, und meistens ist es Liebeslyrik. Und dann sieht man quasi immer so hier die Kommentare und dann so ihre Lyrik, was sie daraus gemacht hat, und das ist eben sehr, sehr cool gemacht und ich freue mich drauf. Also sie hat ein paar davon vorgelesen, deswegen. I really like it and I will enjoy the others I don't know yet. Ah, und apropos, weil ich ja live war. Ja, sogar eine wunderschöne Bettbombe drin. Lieben wir. Okay, dann würde ich mich sagen, wir fangen an mit dem kleinen Rebuy-Unpacking. Ich habe ja 5 Bücher auf Rebuy geholt. Also ich habe da einen Wunschzettel von, ich glaube, 70 oder so. Und da habe ich mir dann 5 ausgesucht, wo ich so war, okay, die müssen jetzt als nächstes, dürfen die einziehen. Und zwar ist es allen voran, was jetzt auch so ein bisschen zu den anderen Büchern passt, Sie hat Bock von Katja Lewina. Ich weiß gar nicht, ob man sie ausspricht, aber will ich auch schon mega, mega lange lesen. Es geht, okay, warte, ich lese einmal vor. Katja Lewina nimmt populäre Zuschreibungen über weibliche Körper und Lust auseinander. Warum sollen Vulven aussehen wie Brötchen? Wie zur Hölle kommt es, dass ihnen eine gute Quote zum Frauenheld macht und sie nur zur Schlampe? Klar, die Antworten schreien allesamt Sexismus. Aber so muss es ja nicht bleiben. Genau, freue ich mich sehr drauf. Und auch eine Freundin von mir hat es auch schon
gelesen bzw. gehört und ich fand es auch gut. Also, I think that will be nice. Okay, dann zwei anderen Bücher noch auf Rebuy. Ich werde das Ganze in Preise und Zustände und so alles in die Videobeschreibung packen. Ich habe jetzt keinen Bock, das alles rauszusuchen, um ehrlich zu sein. Aber es sind zwei Bücher, die auch noch schon sehr lange anstehen. Schon seit ich die Love is Love-Reihe, die man da hinten sieht, gelesen habe, sind die beiden Vorgänge von Sophie Bichon. Und zwar ist die Redstone-Reihe. Es geht um dasselbe Pärchen, soweit ich das jetzt verstanden habe. Und genau. Und weil ich habe mir gedacht, wenn es eh ums selbe Pärchen geht, werde ich wahrscheinlich eh weiterlesen. Und deswegen habe ich mir gleich beide geholt. Da muss ich wenigstens nicht zwischendrin abbrechen. Oder halt nicht abbrechen, aber zwischendrin pausieren. Und genau. Um ehrlich zu sein, muss ich sagen, habe ich mir die Klappentexte nur so halb durchgelesen. Also den da, das ist der erste Band. Weil es war, ich möchte sie eh lesen. Weil ich fand die Love is Love-Reihe richtig gut. Und selbst wenn sie mich jetzt da enttäuschen sollte, will ich sie eh lesen. Also so, ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, verstehen könnt. I don't know, aber ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf. Wobei ich die wahrscheinlich jetzt nicht in den nächsten Monaten lesen werde. Because, I don't know, irgendwie Feeling her. Werde ich irgendwann nach meinem Abi lesen. Ah gut, wenn ihr das jetzt seht, habe ich wahrscheinlich mein Abi schon rum. Wild. Ganz wilde Sache. Oder zumindest die Hälfte habe ich es halt nur rum. Das ist krass. Ich schreibe das schon sehr, sehr bald. Ich habe Angst, Leute. Ich habe Angst. Naja, zurück zur guten Laune. Jedenfalls habe ich mir dann noch Keep Me Safe gekauft von Sarah Alderson. Keine Ahnung. Von der ich auch schon die Last Secret gelesen hatte, das ich fantastisch fand. Und das hier hat sich dann als wäre es keine Fantasy. Und die Last Secret war damals Romantasy. But I don't know. Vielleicht kommen ja ein bisschen Fantasy rein. Weiß ich nicht. Aber das hört sich nicht daran an. Jeder hat von den Cooper-Morden gehört. Einzige Überlebende, ein 15-jähriges Mädchen. Auch 3 Jahre später lebt Nick in ständiger Angst, dass die Mörder ihrer Familie zurückkommen. Als ihr schlimmster Albtraum wahr wird, beginnt für Nick eine halsbrecherische Flucht. Ich wollte gerade Flut lesen. Ups. An der Seite des undurchschaubaren Hackers Finn Carter. Lieben wir, oder? Lieben wir. Nick und Finn, aber beide... Oh Gott. Vom ersten Moment an knistert es gewaltig zwischen Nick und Finn, aber beide haben gute Gründe, ihre Gefühle zu verbergen. Ich freue mich drauf. Ich freue mich sehr drauf, muss ich sagen. Okay, das letzte Buch, was ich mir noch auf Rebuy gekauft habe, war Girl at Heart. Ich finde, das hatte einen relativ großen Hype, zumindest bei mir so in meiner Bubble, in meiner Resonanz. In meinem Resonanzraum. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte es schon gelesen und ich möchte dir nichts vorgreifen in meinem Lesemonat. Bleib gespannt, aber... Also ich hätte es jetzt nichts dagegen, das direkt wieder zu verkaufen. Naja, es geht um ein Mädchen, das Baseball spielt und um die Highschool und... Ja, eine Liebesgeschichte. So, das waren meine... Hui! Mein ganzes Lichtzeug bricht hier gleich auseinander. Lieben wir. Ja, du, jetzt habe ich halt ein schräges Licht. Finde ich gut. Und zwar habe ich noch ein anderes Buch von Kim Leopold. Habe ich mir das gekauft. Und zwar ist es The Colors of Your Soul. Soul? I don't know how to pronounce it right. It's English. And English is not my best language. Oh, manchmal habe ich echt ein kleines Problem. Egal. Auf jeden Fall geht es hier um Holly und Pex, beziehungsweise Pascal. Holly ist Do-It-Yourself-YouTuberin und Pex ist so... Er macht so Van Life und macht dann dessen Videos und ist Minimalist. Und das ist halt komplett gegensätzlich, weil die Holly ist halt mehr so... Sie hat halt mega viele Sachen, weil sie ganz viele Sachen halt selber machen muss, dafür Sachen braucht und auch einfach viele Sachen einfach nicht wegschmeißen will, kann, I don't know. Und Pascal lebt halt wirklich nur mit dem Nötigsten. Und dann lernen die beiden sich kennen und ihre ZuschauerInnen schlagen ihnen quasi vor, dass sie sich ja einen Tausch machen könnten. Also mehr oder weniger einen Wohnungstausch oder einen Lebenstausch. Also dass sie quasi
4 Wochen verbringt Holly quasi im Van und Pascal währenddessen in ihrer Wohnung quasi. Und dabei, man sieht immer so Livestreams und so, und dann lernen sie sich näher kennen und merken, dass sie Gefühle füreinander aufbauen und dass sie halt einfach Gefühle für die andere Person haben. Aber die Frage ist halt, hat es überhaupt Zukunft, wenn ihre beiden Leben so unterschiedlich sind? Yes. Ihr werdet es erfahren in meinem Lesemonat, weil ich habe das Buch auch schon gelesen. Ohne jetzt zu spoilern, aber. Ansonsten habe ich noch 3 Bücher mir auf mein Kindle gekauft. Auf mein Kindle gekauft, ist auch ganz weird, was ich gerade gesagt habe. Egal, auf jeden Fall ist es Kicking Your Love. Ist irgendeine Sports-Romance, muss ich ehrlich sagen, habe ich mich jetzt nicht so viel damit beschäftigt. Aber es hat sich gut angehört und habe es gekauft. Ist vom Empress Verlag. Von dem bekomme ich immer Newsletter und dann bin ich irgendwie immer so, ja komm. Ah, pain. Dann habe ich mir Modern Written Words gekauft. Und zwar habe ich da Modern Hidden Hopes gelesen gehabt. Ich glaube, es kommt auch in meinem Lesemonat demnächst. Das Gefühl ist schon länger her, aber ich glaube, das habe ich erst diesen Monat gelesen. Und das Buch war echt gut. Und dann war ich so, oh. Also das ist eigentlich der erste Band, aber die beiden Bände spielen zeitgleich, deswegen ist es eigentlich egal, welchen man zuerst liest. Und jetzt habe ich quasi zuerst den zweiten Band gelesen. Lese ich den ersten Band. Ich meine, Aquis spoilern tut man sich ja eigentlich nicht, weil... Sorry, aber die Leute, die im Klappentext stehen, werden vielleicht zusammenkommen. Ja, maybe. Und... Genau, ich fand die sehr, sehr, sehr sympathisch. Ich fand die beiden, die quasi in dem Buch die Nebencharaktere waren, sind jetzt die Brothers, sind fast sympathischer als die Brothers vom letzten Buch. Also deswegen, ich freue mich echt drauf. Und deswegen, vielleicht lese ich es ja irgendwann demnächst. Ich habe so viel zu lesen. Ich lieb's. Genau, und das letzte Buch, was ich mir noch gekauft hatte, war Wenn ich deine Wahrheit kenne. Oh, da habe ich gerade eine Nachricht bekommen. Nice, von meiner Schwester an der Stelle. Grüße gehen raus. Ich antworte ja später, okay? Also nochmal. Wenn ich deine Wahrheit kenne. Ist auch ein Sports-Liebesroman. Ein Sport-Liebesroman. Sports-Romance. Und zwar von Josie Charles. Josie Charles lieben wir. Auch wenn ich sagen muss, also ihre Princeton-Reihe fand ich sehr, sehr gut. Ihre neue Reihe da, wo sie angefangen hat mit so College-Romanen, fand ich auch sehr gut. Ein Buch habe ich von ihr gelesen, wo ich so war, Aber meistens so College-Romane sind echt gut. Und das ist jetzt auch wieder irgend so ein... Ja, das ist auch wieder New Adult. Also, irgendwie. Genau, das war's auch schon. Also eigentlich müsste Ende des Monats noch ein Buch ankommen. Und zwar Theoretisch perfekt von Sophie Gonzalez, was... Quasi von derselben Autorin, also nicht nur quasi von derselben Autorin, sondern auch von derselben Autorin, wie nur fast am Boden zerstört ist. Und darauf freue ich mich sehr. Vielleicht mache ich dann nochmal die Kamera an dafür, wenn es ankommt. Vielleicht auch nicht. Hey guys, ich habe gerade Deutsch-Abi geschrieben. Pain sage ich dazu nur, ganz viel Pain. Aber ich bin nach Hause gekommen und wenigstens hat was Schönes auf mich gewartet. Und zwar das Buch, von dem ich schon gesprochen habe. Und zwar Theoretisch perfekt. Also ein Buch von Sophie Gonzalez. Wo ich nur fast am Boden zerstört. Ganz toll, ich fand. Und ich bin sehr gespannt, was hier auf mich wartet. Es ist erstaunlich dick, irgendwie. Also so viel 400 Seiten ist jetzt nicht so viel. Aber irgendwie habe ich das so in die Hand genommen und war so, huch, schon ein bisschen was zu lesen. Aber freue ich mich natürlich sehr drauf. Und I mean, it's so pretty. Ich finde das, was jetzt so glänzt, finde ich ein bisschen kacke, weil da sind schon ein paar Risse drin. Oder nicht Risse, aber so Kratzer. Das finde ich ein bisschen blöd, weil das ist gerade angekommen. Boys and Girls, macht sowas nicht, wenn es so schnell kaputt geht. Aber ansonsten freue ich mich sehr, sehr, sehr auf das Buch. Genau, und jetzt gebe ich ab an Vergangenheitskamin. Ich hab euch lieb. Ich wünsche euch schöne Grüße. Und gute Laune. Ciao mit euch.